So, und da sind wir jetzt eigentlich bei der Zusammenfassung von den Spieltagen. Hier sehen wir nochmal das Ergebnis von unserem Spieltag. 2:2. Bester Spieler war Pierre-Michel Lassogga. Mit einer 3 ist das natürlich sehr bescheiden. Ron-Robert Zieler war da schon ein bisschen besser mit einer 2. Tja, was kann man sagen zu dem Spiel? Wir hatten es in der Hand, aber wir haben es dann doch am Schluss nochmal preisgegeben, nochmal abgegeben und Hannover erkämpft sich hier einen Punkt und wir verlieren eigentlich 2 Punkte, die wir schon glaubten sicher zu haben. Also, so geht das. Und dann schauen wir uns mal den kompletten Spieltag an. Der dritte Spieltag ging aus. Leverkusen gewinnt 3:1 gegen den SV Werder Bremen. Bayern München hier ganz klar auch als Favorit reingegangen und jetzt nehmen sie langsam die Rolle ein. 4:0 gegen den VfB Stuttgart. Und der VfB Stuttgart hat einen ganz miserablen Start, muss man sagen. SC Paderborn als Aufsteiger auch nicht gerade erfolgreich. 0:1 verlieren sie gegen den anderen Aufsteiger Köln. Und das ist ärgerlich aus der Sicht, weil dadurch haben die Kölner, oh, die sind auf Platz 2. Also das ist natürlich schon edel, muss ich sagen. Also wirklich. Ja, dann in der nächsten Partie, die wir noch nicht gesehen haben, verliert Hertha BSC zu Hause 0:3. Hertha, die ja diese Saison auch mehr Kapital reinbringen. Da ist ja ein Investor, der Geld reinbuttert, aber das zahlt sich noch nicht aus, so wie es aussieht. Kalou ist ja ein neuer Stürmer gekauft worden, da ist ja nochmal Geld in die Hand genommen worden, aber leider kann sich das noch nicht in Zahlen zeigen. Also somit haben wir hier erstmal eine deftige Niederlage für die Herthaner. Dann die Spiele, die wir gesehen haben. Hoffenheim gegen Wolfsburg 3:1, war ja ein schönes Spiel. Dortmund 2:0 gegen Freiburg, da hat sich Freiburg wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft, aber ist nicht. Und im Spiel Gladbach gegen Schalke haben wir ein 0:3 gesehen. Die Schalker dann am Ende doch die Mannschaft, die das Heft in die Hand genommen hat. Eintracht Frankfurt gewinnt 4:0 gegen Augsburg. Das kommt einem Desaster gleich für Augsburg. Also die starten richtig schlecht. Und unser Spiel habt ihr ja gesehen, das 2:2 gegen Hamburg. Also, wir haben einen neuen Tabellenführer am dritten Spieltag. Das ist Borussia Dortmund. Die Überraschungsmannschaft ist für mich bis jetzt erster FC Köln und Bayern München pendelt sich langsam da oben ein. Auch noch überraschend, dass Mainz sich da oben einreiht. Das ist auch noch mal interessant zu sehen. Und Schalke, jetzt von Keller gut geführt, das Team muss ich sagen, auf Position 5. Hoffenheim durch Gisdol auch gut aufgestellt. Scheint auch eine gute Saison zu haben und ja, bei Freiburg wissen wir ja, der gute Streich, der tut ja alles dafür. Die Leverkusener kommen aber auch, haben ja auch einen neuen Trainer. Und zwar ist das hier der gute, wie heißt er nochmal? Roger, ne? Roger Schmidt, genau. Und da sind wir auch mal gespannt, welche Rolle Leverkusen in dieser Saison einnimmt. Wir sind erstmal zufrieden nach dem dritten Spieltag. Mit 4 Punkten ist das kein Fehlstart. Wenn man noch an die letzte Saison denkt, das war dann doch ein bisschen übler. Und ja, dann schauen wir doch nochmal, was an weiteren Stimmen hier einzufangen ist. Der Hannoveraner Trainer sagt, also Korkut sagt, ich werde mir die Tabelle frühestens am 12. Spieltag anschauen, dann werden alle Teams ihren Rhythmus gefunden haben. Ich habe in der PK gesagt, meine Mannschaft hat mir Freude gemacht. Sie hat bei diesen schwierigen Bodenverhältnissen gezeigt, dass sie nicht nur spielen, sondern auch kämpfen kann. Hannover war recht aggressiv. Leider haben ein paar unglückliche Entscheidungen das Spiel nicht unbedingt für uns beeinflusst. Okay. Spieltagsstatistik. Ja, der Hunter, das haben wir ja gesehen, das Spiel. Wirklich sehr gut in Schuss schon am Anfang der Saison. Kießling auch mit drinne. Castro, Geis, Bender, also viele Leverkusener sehe ich hier, auch von Frankfurt, Aigner und Matlung, der ja eigentlich schon weg vom Fenster war. Nur ein Spieler von Bayern München sehen wir. Dann sehen wir Subotic, der auch wieder genesene Dortmunder, Bungert von Mainz und Ron-Robert Zieler. Beste Spieler. Der Hunter führt mit 5 Toren die Torschützenliste an, gleichgezogen mit Immobile, der auch 5 Treffer hat und
Kießling mit 4, sowie unser Pierre-Michel Lasogga auch bis jetzt gut reingekommen in die Saison. Und wir sehen Robert Lewandowski bei den Bayern, fängt auch an, Tore zu schießen für die Bayern jetzt mit 3 Treffern. Schala hier als Neuzugang bei Hoffenheim mit 3 Toren. Also das kann sich sehen lassen, muss ich sagen. Das war ein schöner dritter Spieltag. Und mit großen Augen sehe ich hier, der SC Paderborn ist nach 3 Spieltagen vollkommen verunsichert. Ja, war aber auch abzusehen, dass du als Aufsteiger hier das nicht so leicht haben wirst. Und dann würde ich an der Stelle sagen, haben wir wieder einen schönen Spieltag gesehen. Wir haben ja noch die Website. Die Hanseaten verschenken Punkte gegen Hannover. Das haben wir ja schon angesprochen. Die Kölner entscheiden das Aufstiegsduell gegen den SC Paderborn für sich. Das sind so die Sachen. Und hier haben wir nochmal Borussia Dortmund, Ciro Immobile behält die Nerven. Doppelpack zum Sieg. Und Fee, meine Spieler, bekommen in Zukunft beim VfB Stuttgart nichts geschenkt. Ja, der neue Trainer von Stuttgart hat es auch nicht leicht, muss man sagen, an der Stelle. Insofern war es ein schöner Spieltag. Und ich verabschiede mich jetzt hier mit dem Bild von der Website. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Sagt mir jetzt mal, wie euch das gefällt, dass ich die Spiele ganz zeige. Also nicht mehr in dieser Kurzform, nicht mehr als Zusammenschnitt. Und dann bin ich mal gespannt, wie eure Meinung zu diesem Projekt halt ist. Klar, es ist viel, viel, viel Material am Freitag. Ihr kriegt wirklich einen kompletten Spieltag. 4 Spiele habt ihr gesehen in 3D und die anderen Spiele halt nochmal ein bisschen analysiert. Und ich denke, das ist ein schönes Projekt. Und dann sehen wir uns wieder beim vierten Spieltag. Dies war ja der dritte Spieltag. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, euer Fritz Smiloni.